Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich hier gerade am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main und bin für euch auf dem Weg zu meinem nächsten Stadion. Welches das sein wird, das erfahrt ihr nach dem Intro. Das Karl-Benz-Stadion ist ein Fußballstadion in der baden-württembergischen Stadt Mannheim. Es ist Heimspielstätte des Fußballvereins SV Waldhof Mannheim. Das Stadion wurde 1994 eröffnet und ist komplett überdacht. Das Stadion wurde nach Karl Benz benannt, der in Mannheim das Automobil erfand. Im Zuge der Namensgebung trug der Daimler-Benz-Konzern finanzielle Mittel zur Anschaffung einer Anzeigentafel bei. Der Sponsorvertrag wurde zeitlich unbefristet abgeschlossen, sodass eine Weiterveräußerung nicht mehr möglich ist. An der Stelle des heutigen Karl-Benz-Stadions wurde 1927 das Stadion Mannheim fertiggestellt. Es hatte 35.000 Plätze und eine Tatanbahn und war unter anderem 1929 Austragungsort des Fußballländerspiels Deutschland gegen die Schweiz. Aufgrund von Anwohnerklagen dürfen jährlich nur 27 Veranstaltungen im Stadion durchgeführt werden, sodass es immer nur von einem Verein genutzt werden kann. Spiele auf europäischer Vereinsebene sind davon ausgenommen. Diese Vereinbarung traf man 2001 mit den Anwohnern, als der SV Waldhof Mannheim die Chance hatte, in die Bundesliga aufzusteigen. Darüber hinaus hat die Stadt Mannheim festgelegt, dass das Stadion immer den ranghöchsten Mannheimer Fußballclub zur Verfügung gestellt wird. Seit Beginn ist dies der SV Waldhof Mannheim. Das Karl-Benz-Stadion besitzt eine Kapazität von 24.302 Plätzen. Diese sind aufgeteilt auf 13.579 Sitz- und 10.723 Stehplätze. Die Tageskartenpreise variieren nach Gegner, Vorverkaufsphase und Tabellenstand und sind daher Abpreise. Die Karten gibt es ab 5 Euro bis ab 24 Euro. Kommen wir wieder zur Anreise. Wenn ihr mit dem Auto aus Richtung Frankfurt anreist, fahrt ihr über die A67, A6 bis zum Autobahnkreuz Mannheim. Dort wechselt ihr auf die A656 Richtung Mannheim Zentrum und folgt dann der Beschilderung Großparkplatz P20. Wenn ihr aus Richtung Stuttgart kommt, fahrt ihr über die A6 auch bis zum Autobahnkreuz Mannheim, wechselt dort ebenfalls auf die A656 und folgt dort dann auch der Beschilderung zum Großparkplatz P20. Das gleiche gilt auch, wenn ihr aus Richtung Ludwigshafen kommt. Ihr fahrt über die A6, über das Firnheimer Dreieck bis zum Autobahnkreuz Mannheim, wechselt dort dann auf die A656 Richtung Mannheim Zentrum und folgt dann der Beschilderung zum Großparkplatz P20. Ihr habt aber auch noch eine andere Möglichkeit, indem ihr über die Kurt-Schumacher- bzw. Konrad-Adenauer-Brücke fahrt Richtung Mannheim Innenstadt, von dort Richtung Heidelberg und der Wegweisung Stadion und dem Fußballlogo folgen. Selbstverständlich könnt ihr auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Sämtliche Eintrittskarten des SV Waldhof Mannheim gelten auch als Fahrschein für Busse, Straßenbahnen und freigegebene Züge im gesamten Verkehrsgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar. Vor Spielbeginn werden extra Stadtbahnen eingesetzt, die vom Hauptbahnhof Mannheim zum Karl-Benz-Stadion führen. Nach Spielbeginn bringen euch Bahnen dann wieder zurück. Nähere Informationen erhaltet ihr unter www.vrn.de. Und was ihr sonst noch wissen müsst, packe ich euch wie immer unten in die Beschreibung rein. Nach einem kurzen Fußmarsch von der Straßenbahnhaltestelle kam ich schließlich am Stadion an.
wie immer noch das Bild des Stadionmenüs. Kommen wir zum Schluss zu der Bewertung meines Besuchs. Wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, die Bewertung spiegelt nur meine Eindrücke wider. Andere können und dürfen selbstverständlich eine andere Meinung dazu haben. Verkehrsanbindung. Ich bin mit der Straßenbahn angereist und diese fuhr nur alle 10 Minuten. Dadurch waren die Bahnen schnell überfüllt und es musste auf die nächste Bahn gewartet werden. Die zwar kam dann kurz dahinter, aber aus meiner Sicht wäre eine Taktung im 5-Minuten-Takt sinnvoller. 7 von 10 Punkte. Stimmung. Die Stimmung beim Spiel war schon aufgrund der Brisanz des Duells gut. 9 von 10 Punkte. Stadionmenü. 10 Euro habe ich für das Stadionmenü bezahlt. Davon waren 2 Euro Pfand. Die Bratwurst und das Bier haben gut geschmeckt. 8 von 10 Punkte. Sicht. Es können nicht alle vorhandenen Sitzplätze im Stadion aufgrund von Sichtbehinderungen benutzt werden. Dazu kommt noch, dass bedingt durch die Dachstützen es auch bei einigen anderen Plätzen zu Sehbehinderungen kommen kann. Sonst ist man aber nah am Spielfeld. 7 von 10 Punkte. Stadion. Das Stadion bietet keinen besonderen Komfort. Es ist ein einfaches Stadion, das seinen Zweck erfüllt. 7 von 10 Punkte. Insgesamt erreicht das Karl-Benz-Stadion in Mannheim 38 von 50 möglichen Punkten und landet damit auf Platz 8. Und damit war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich wirklich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen und ihr mir weiter treu bleibt. Macht es gut, euer Stadiontester.